Machen wir doch mal ein bisschen Gedankenbrainstorming, auch auf dein Mindset bezogen. Denn aktuell ist es schwieriger denn je, den Durchblick zu behalten, um Dinge richtig deuten zu können. Was meine ich damit? Unser Ansporn ist es, immer besser zu werden, uns immer weiterzuentwickeln. Wir wollen als Gesellschaft toleranter werden und vielfältiger und eigentlich ist das auch eine gute Sache, oder? Aber gräbt man ein bisschen tiefer, dann stellt man schnell fest, dass diese ganzen guten Dinge, für die wir kämpfen, in Wahrheit für eine andere Sache benutzt wird. Klima zum Beispiel. Um die Welt zu retten, müssen wir verzichten. So heißt es doch, oder? Okay, ich bin dabei. Ich verzichte. Aber nicht, wenn diejenigen, die das von mir verlangen, sich die 10. Villa kaufen, sich das 10-Gänge-Menü reinballern und heute noch den Klimakleber in Berlin finanziell unterstützen, um morgen dann mit ihrem Privatjet auf eine Privatinsel ins Paradies zu fliegen und uns dann noch eine CO2-Steuer aufzubrummeln. Nachhaltigkeit bedeutet keinen radikalen Umbruch, der wieder nur die Mittelschicht betrifft. Und wenn du die aktuelle Migrationspolitik anprangerst, und zwar weltweit, ich meine, das ist ja kein deutsches Ding, dann bist du kein Nazi. Nein, du hast die Augen offen und merkst einfach, dass es nicht funktioniert. Wer offene Grenzen hat, will den Staat nicht schützen, er will ihn abschaffen. Es ist so offensichtlich, dass genau das Ziel ist, einzelne Nationalstaaten zu destabilisieren. Nicht nur, dass man den Sozialstaat bis zum letzten Tropfen auspresst, sondern auch das Heimatgefühl der eigenen Bevölkerung zerstört. Und dann geht man her und präsentiert uns eine Lösung oder eben genau das, was sie in Wahrheit anstreben. Ich meine, sie reden darüber. Sie reden von den föderalen Staaten von Europa. Sie reden von einer One World Order. Und das nicht erst seit gestern. Das ist doch keine Verschwörungstheorie mehr, oder? Und wer es immer noch nicht glaubt, tja, der hat jetzt Glück und die Gelegenheit, einen Blick in die Schweiz zu werfen, nach Davos, die nächste Woche. Denn da reden dann Menschen, die immer nur das Beste für uns wollen, oder soll ich sagen, uns ihre Ideologie aufzwingen wollen, sich aber selbst nicht daran halten. So viel zum Thema, alle sind gleich, aber manche sind gleicher. Mit ein bisschen Feingefühl und vor allem mit offenen Augen merkt jeder, dass hier aktuell etwas im Gange ist, dass hier etwas nicht stimmt. Man fördert keine Selbstbestimmung durch ein Selbstbestimmungsgesetz. Nein, es wird wieder mal eine Minderheit benutzt für ihre Zwecke. Statt einem Pubertätsblocker zum Beispiel würde der Jugend eher ein Social Media oder Medienblocker guttun, oder? Eins habe ich gesagt, das Ganze läuft nur so lange, bis die Mehrheit nicht mehr mitspielt. Und ich behaupte, wir sind längst die Mehrheit, nur leider traut sich keiner laut zu werden. Und somit werden wir weiterhin von einer Minderheit bestimmt. Denkt drüber nach.